Sehr wichtig scheint, ist, dass wir nicht irgendwie ein Konzept haben, was wir über die Teilnehmer stülpen, oder? Sondern es geht wirklich darum, gemeinsam was zu erarbeiten und nicht so einen musikpädagogischen Ansatz, wo wir sagen, das kommt vor und zack und jetzt machen wir das mit jeder Klasse gleich, sondern es geht sehr darum, dass man miteinander was erarbeitet. Deshalb ist das Konzept auch wirklich jedes Mal komplett anders. Wir versuchen eigentlich das, was wir in unserem künstlerischen Alltag leben, dass wir das weitergeben oder in so ein Projekt mit reinbringen können. Das sind immer künstlerische Projekte, wo das künstlerische Resultat auch im Zentrum steht. Bei unserem Projekt Piccolo Concerto Grosso geht es darum, dass eine Schulklasse, in der es einen möglichst hohen Migrationsanteil gibt, dass in so einer Schulklasse ein sogenannt partizipatives Projekt stattfindet, also ein Projekt, bei dem jedes einzelne Kind so stark wie möglich in die ganze Arbeit integriert wird, also mitarbeitet, mitkonzipiert, eigene Ideen einbringt und dass dazu noch eine Gruppe von Seniorinnen und Senioren mit ins Klassenzimmer kommt und gemeinsam mit den Kindern zusammen dieses Projekt einstudiert und am Schluss zusammen bei einem Konzert in der Tonhalle Zürich aufgeführt wird. Beim Projekt bin ich der Dirigent und wir haben ein Lied, das heißt Stuhlgewitter. Neben den ganz klassischen Instrumenten, die in jedem Sinfonieorchester vorkommen und wo wir auch Musiker haben, die mitspielen, gibt es verschiedene Stücke, die mit Alltagsgegenständen Klänge erarbeiten. Es ist cool, mit den Senioren zu arbeiten. Alben auch. Sie haben ja schon länger geklappt und man kann auch über das Leben. Die musikalische Bandbreite beim Piccolo Concerto Grosso ist wirklich riesig. Die geht vom zeitgenössischen Komponisten, noch lebenden Komponisten wie Dieter Schnebel und Carola Baukolt über John Cage bis hin zu Vivaldi. Und wir arbeiten auch gerne mit Abstimmungen, also in der Klasse wird abgestimmt, was für ein Stück muss unbedingt vorkommen. Es war jetzt beim letzten Mal Skyfall von Adele. Im Bild sind hier 3 von 4 Klavieren. Das sind die Klaviere des Kukuruz-Quartett. Ochs und Öl produziert dieses Quartett seit ein paar Jahren. Was man dazu sagen muss, ist, dass es eine recht ungewöhnliche Kammermusikformation ist. Ochs und Öl hat in Zusammenarbeit mit dem Theater Hora, also mit der Ausbildungsklasse, sind junge Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen gemeinsam ein Musiktheater entwickelt, das heißt Lonely Hearts Radio, zum 50-Jahre-Jubiläum von dem Konzeptalbum von den Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Wir haben alle Stücke von der Platte genommen, haben die neu arrangiert und haben sie ihre eigenen Texte schreiben lassen, mit ihren eigenen Wünschen und Träumen und Fantasien.